So, jetzt werden wir heute noch behandeln Paragraph 2. Paragraph 2 SGB I. Die Überschrift, wie schon hinter mir steht, heißt soziale Rechte. Und soziale Rechte ist das schöne Wort. Sozial. Rechte. Okay? Sozial, ne? Da müssen wir erstmal mal das Wort. Ich bin immer ganz gemein. Meine ehemalige Lehrerin hat mir gesagt, wie kann man nur so gemein sein, Andreas, dass du jedes Mal diese Wörter mit der Bedeutung von Duden entnimmst oder von diesem Brockhaus und die Leviten lesen musst. Kann man so ein Arschloch sein. Und ja, ich weiß, sie hat vollkommen recht. Die hatte vollkommen recht. Ich weiß jetzt nicht, aber was die Frau Rempel war die oder was die Frau Leinberger, die gesagt hat, dass ich so frech bin und so böse. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, oder was eine andere Lehrerin, ich weiß aber, es war eine Lehrerin und sie hatte nicht Unrecht. So, also warum müssen wir die Leute unterteilen? Weil wir brauchen einen Kontext, um Gesetze zu verstehen, juristische Sprachen, um allgemein Wissen, brauchen wir Kontext, okay? Wenn wir den Kontext nicht haben, nützt uns das nicht. So, wir haben hier im Wörterbuch Folgendes gefunden. Sozial, Adjektiv, ist ein Adjektiv, wunderbar. Es gibt 1a, die Bedeutung, das geregelte Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft betreffend, auf die menschliche Gemeinschaft bezogen zu ihr gehörende die soziale Entwicklung oder 1b die Gesellschaft und besonders ihre ökonomische und politische Struktur betreffend. Dann gibt es die Frage, was ist sozial? Und die Wikipedia schreibt, in der Umgangssprache bedeutet sozial den Bezug einer Person auf eine oder mehrere andere Personen, die schließt die Fähigkeit zumeist einer Person, sich für andere zu interessieren und sich einzufühlen ein. Aber es bedeutet auch, anderen zu helfen, eigene Interessen zurückzustellen. Tja. Und genau da haben wir den Haken. Das bedeutet sozial. Aber die Rechte, das ist ja wieder was anderes. So. Also fangen wir mal sozial. So. Und dann schauen wir mal Rechte. Ja, schauen wir mal, was das heißt. Und da haben wir schon die Erklärung. So frei sind wir dann nicht. Denn da gibt es einen sehr schönen Satz von Human Rights auf der Schweizer Webseite. Und die schreiben Folgendes. Die Sozialrechte sind keine kollektiven Rechte, sondern individuelle Grund- und Menschenrechte, welche die Ansprüche des Individuums auf Nahrung. Jetzt kommt's. Ganz genau zuhören. Das habe ich euch erklärt, was ihr das erste Video angeschaut habt. Mit SGB I habe ich euch das gesagt. Nahrung, Obdach, Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Sicherheit abdeckt. Das sind fünf Punkte, die Sozialrechte beinhalten. Okay? Also jetzt wissen wir, was das heißt. Also wir wissen, wir haben jetzt im Kontext herausgefunden, Sozialrechte bedeuten, dass ich ein Individuum bin und auch sein kann, dass ich den anderen helfen kann, also Zusammenhalt. Also kann ich sagen, who cares, ihr Wichser, legt mich doch alle am Arsch, gebt mir die Kohle. Ne? Das geht nicht. Und das ist ein gegenseitiges Zusammenleben, ein Spiel, was man zusammenspielt. Also lesen wir komplett den Paragraph 2 aus dem SGB I. Paragraph 2, Absatz 1, SGB I. Der Erfüllung der in Paragraph 1 genannten Aufgaben dienen die nachfolgenden sozialen Rechte. Pause. Aus ihnen können Ansprüche nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet werden,
als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen bestimmt sind. Okay? Dann lesen wir gleich den Absatz 2. Die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der Auslegung der Vorschriften dieses Gesetzbuchs und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten. Dabei ist sicherzustellen, dass die sozialen Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden. Okay, wir gehen jetzt und tun das komprimieren und in die normale Sprache übersetzen. Okay, also Paragraph 2 Absatz 1 SGB 1 normal erklärt. Da wird einfach erklärt, dass das Buch, das SGB, hat einen Zweck zu erfüllen. Und diesen Zweck, den es erfüllen hat, also diese Aufgaben und diese Rechte, können nur geltend gemacht werden, nur auch verlangt werden, hergeleitet werden, wenn Voraussetzungen, die dann nacheinander demnächst kommen werden, aufgelistet, ne? Die anderen Paragraphen sind wichtig deswegen, wenn Voraussetzungen und Inhalt durch diese Vorschriften, die in diesem Buch drinstehen, also Teil dieses Gesetzbuch, drinstehen. Okay? Diese Vorschriften, also die jetzt demnächst folgen werden, dann werdet ihr Videos haben, wo ich die Vorschriften euch zeige und erkläre, die haben gewisse Bedingungen. Okay? Und damit wird gemeint, es gibt gewisse Bedingungen und diese Bedingungen sind geknüpft. Auch auf einzelne Sachen. Und diese müssen erfüllt werden, damit, ne, Paragraph 1 in Kraft tritt. Und das ist ziemlich fies. Weil das ist immer so ein, wenn man es da hat überlegt, so ein, ja, wie in der Schule. Die Lehrerin sagt, wenn du jetzt mir nicht gehorchst, Andreas, und jetzt nicht diese Aufgaben machst, dann stirbst du. Oder wenn du nicht die Aufgabe an die Tafel machst, weil ich dich aufgerufen habe und du hast jetzt aus irgendeinem Grund keine Lust, ist mir scheißegal, dann kriegst du eine 6, eine mündliche 6. Was ziemlich krass ist, als Beispiel, aber du musst dich auch einfach so was vorstellen, was das bedeutet. Das ist okay. Dann sagt natürlich Absatz 2, die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der Auslegung der Vorschriften dieses Gesetzbuchs und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten. Ja, das heißt, es gibt einen gewissen Spielraum, Ermessen als Spielraum, auf normalem Deutsch, und diesen Spielraum gibt das Buch her, und diesen Spielraum, das ist ein ganz kleiner Spielraum, den muss man beachten. Ansonsten heißt, sagt der Staat, no, no way, nee Mann, nee, vergiss es, stirb du Arschlochkind, nee, stirb Bitch, du hast es nicht beachtet, verreckt dran. Ne? Also da ist der Staat, ach, hab ich irgendwas gehabt? Meinen Namen hat man gerufen, ich bin gleich Satan. Aber Moment mal, Herr Führer, was machen Sie denn hier wieder? Ich habe noch was gehört. Nein, ich habe Ihren Namen nicht genannt. Ach, schade. Genau. Also, es wäre tatsächlich dann wie bei, nicht so, es ist Demo, oder? Nein, es ist nicht. Es ist genauso wie damals von meinem Kumpel, die Mutter tatsächlich, ich habe sowas noch nie erlebt, aber ich habe es erlebt. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, Sebastian, dann kriegst du nichts zum Fressen. Nö, das ist mein Freund da, der Andreas ist damit schon nichts passiert. Haben wir gespielt, Zimmer nicht draufgeräumt. Die Mutter hat mich hergeholt, du pass auf, ne? Du kriegst was zum Essen, aber er nicht. Ja, das war echt blöd. Also ich esse da so und er so, ja, ich. Nein, du kriegst was zum Essen. Na, Whitehöfe ist. Aber hey, solange ihr, wie heißt dieser eine Satz, solange ihr unter meinen Füßen lebt, habt ihr das zu tun und das zu machen, was ich euch sage. Es ist schon hart, oder? Aber ja, es ist legitim, weil, hey, ihr lebt bei euren Eltern, ihr seid kleine Furzer, 8-9 Jahre, und die Eltern versorgen euch und gehen zur Arbeit und die zahlen die Miete und so weiter. Wenn man älter ist, versteht man es. Also, dabei ist sicherzustellen, steht drin noch, dass die sozialen Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden. Das ist nicht weitgehend so, wie man verwirklicht werden für dich, der die sozialen Rechte gerne in Anspruch nimmt, Sozialleistungen in Anspruch nimmt, sondern für die Leute, die als Verwaltungsfachangestellte tätig sind. Die müssen nämlich das knallhart durchziehen, okay? Die sind gebunden an Gesetze. Das machen die nicht zum Spaß. Oh, ich liebe dich doch so sehr. Hier hast du 3 Millionen Euro.
gebe ich dir ein Geschenk. Pandemiegeld, ALG 2. Nein, das machen die nicht. Das machen sie, weil sie gezwungen haben. Okay? Also nicht aus Liebe. Okay, also das war's erst einmal für heute. Wir werden in den nächsten Tagen uns die Paragraphen 3 und 4 anschauen. Ich werde immer wieder mal euch was posten und erst einmal hier dieses verallgemeinerte Rezept geben. Dann werde ich euch einen Artikel veröffentlichen mit gewissen Urteilen, Rechtsprechungen und Kommentaren und von Kanzlei natürlich. Natürlich würde ich mich freuen, wenn mich eine Kanzlei unterstützen würde. Ich weiß nicht, derjenige, den ich kenne, ob der das machen will, denn das wäre ein einzigartiges Projekt, was es in Deutschland nicht gibt. Ich hatte schon früher vor, so ein Projekt zu machen, aber habe mich da jetzt nicht herangetraut, weil Deutschland ist so komplex. So viele Fallen sind in Deutschland, aber ich hoffe, es funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und abonniere meinen Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.